Ava! Wir ziehen jetzt sofort gen Amar! Hier riecht es wie beim Bierbrauer. Dem Ab werde ich persönlich einen Blutaffer passen. Ich übersehe den Norden mit den Schädeln armseliger Könige. Schluss jetzt! Wenn du wie ein Berserker nach Amar rennst, kreuzigen sie dich wie ihren Christus. Mein König, ich muss leider mitteilen, dass die Belagerungswaffen von Armar zurückgehalten werden. Hel soll diesen abholen. Diese Waffen sollten die Stärke des neuen Königs von Diflin zur Schau stellen. Vergiss die Machtprotzerei. Setze lieber auf Flan. Der Hochkönig wird ein mächtiger Verbündeter sein, wenn du ihn jetzt unterstützt. Wo kommen diese Waffen her? Wer versorgt Amar damit? Ein obskures Netz von Piraten, hinter dem ein Druidenorden steckt. Sie hausen an der Nordküste, plündern und handeln gleichermaßen. Diese Druiden? Nennen sie sich zufällig Kinder der Danu? Ja, ganz genau. Angeführt von jemandem namens Die Saat. Da du ihre Fährte aufgenommen hast, wünsche ich eine gute Jagd. Wenn du mich nicht mehr brauchst, gehe ich, mein König. Ich sammle alle Kräfte, die ich kann, von überall her und schließe mich Flan an. Zusammen rächen wir meinen Vater. Du hast seine Stärke geerbt. Finde sie, zeige sie und man wird dir folgen. Was stimmt mit dir nicht? Gefallenes Kind. Wer führt die Kinder der Danu an? Druide und Bischof. Welcher Gott im Wunder zu sich nimmt? Eivor, nur herein. Siegfried sagt mir, dass du im Norden Piraten gejagt hast. Verbündete von Amar, die Waffen und Vorräte lieferten. Ich habe diese Verbindung gekappt. Gott ist wahrlich mit uns. Owen ist geschwächt und wird bald Gottes Gerechtigkeit spüren. Hast du die Männer, um Amar einzunehmen? Ja, dank Siegfried. Er hat Wikinger aus allen Ecken Irlands herbeigetrommelt. Wie hast du die Nordleute überredet, für dich zu kämpfen? Ich erzählte ihnen, dass es ein Kloster voller Silber zu plündern gäbe. Dein Vater hätte keine solchen Versprechen gemacht. Und er hätte nicht so viele Leute versammelt. Wir können nicht die Gunst der Menschen gewinnen, indem wir ihre Häuser und Kirchen zerstören. Aber diese Männer erwarten Raubzüge. Wenn wir ihnen das verwehren, dann... Dürfte ich? Ich denke, in diesem Fall könnte Feuer helfen. Inwiefern? Als wir bei Clocha angegriffen wurden, beließ Owen es nicht dabei. Er brannte auch Kaschelbier nieder, um eine Botschaft zu senden. Jetzt sollten wir das Land in Feuer aufgehen lassen, damit die Menschen erfahren, dass Amar gefallen ist. Möge brennen, was brennen muss, aber haltet eure Krieger im Zaum. Tötet nur unsere Feinde und verschont die Kirche. Zu Befehl, mein König. Noch etwas.
Abt Owen ist der Anführer der Kinder der Danu. So, so. Das Gift, der Hinterhalt, alles ein Teil von Owens bösartigen Plänen. Wir werden Armar von diesem unheiligen Dreck befreien. Siegfried und ich machen das Heer bereit. Komm dazu, sobald du kannst. Sieh gut zu, liebe Dichterin. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Danke, dass du nichts über meine Vergangenheit gesagt hast. Was vergangen ist, ist vergangen. Eivor, du bist wirklich eine Heldin wie aus den Legenden. Erlaubst du mir, deine Geschichte zu singen? Gern. Ich muss sie nur erst zu Ende bringen. Unsere Kräfte sind erneuert. Dank Gottes Gnade. Der Dank gebührt zum Teil auch Siegfried, König Flan. Ja, ich weiß um seine Rolle. Er ist ein guter Mann, aber ihm fehlt die Erfahrung seines Vaters. Dann musst du ihm zeigen, was es heißt zu führen. Zu Hofe und auf dem Schlachtfeld. Los, treiben wir den falschen Abt aus seiner Höhle. Ja, Owen muss für seine Taten büßen. Es gibt weniger Verteidigung als erwartet. Sie verstecken sich hinter den Mauern. Schlagen wir zu, solange der Vorteil unser ist. Wir ziehen los, aber nicht zu voreilig. Gott leitet die Gerechten. Lasst mir! Zusammen, klar? Überlebst du nicht. Eivor, ich brauche Hilfe bei dieser Tür. Verlasse dieses Gotteshaus, Flan Shinnar, oder sein Zorn wird dich auf ewig verfluchen. Du entweichst diesen heiligen Ort mit deinen üblen Taten. Du bist eine Seuche und wir brauchen Heilung. Gott richtet über mich, nicht du. Du mimst den Christenkönig und lässt doch Heiden und Wölfe deine Drecksarbeit erledigen. Erzähl mir nichts von doppeltem Spiel. Ich weiß, dass du die Kinder der Danu anführst. Ach ja? Dann solltest du auch wissen, dass du nicht obsiegen kannst. Meine Kinder sind überall. Auch an deinem Hof. Wen meinst du? Kira hätte das Zeug zur Hohepriesterin gehabt, aber sie war sorglos. Sie spielte mit Kräften, die zu hoch für sie waren. Hör nicht hin, Flan. Er will dein Urteilsvermögen trüben. Kaum verwunderlich, dass sie sich bei dir angeschmeichelt hat. Es zog sie schon immer zu mächtigen Männern hin. Du lügst, Teufel! Ach ja, Liebe macht blind. Es passiert so schnell, dass man nichts mehr sieht, wenn man einer Frau hinterherläuft. Es ist keine Schande, deine Hände nicht zu beschmutzen. Lass mich deine Drecksarbeit machen. Das ist Gottes Werk. Beschützt euren Abt! Dein letztes Stündlein! Macht deinen letzten Abt, wir schaffen das! Nicht lassest, mit anderlei Tier zu schaffen haben. Und dein Feld nicht besähest mit zweierlei Samen. Halt mir keine Bibelzitate vor, Teufel. Möge deine Zunge in alle Ewigkeit brennen und dein Hals von Scharben durchbohrt sein. Nein, du lässt dich lieber von deiner heidnischen Dichterin besingen.
Wenn sie dir die Kinder der Danu verschwiegen hat, was mag sie noch vor dir verborgen halten? Er will deinen Verstand vergiften. Lass diese Worte nicht an dich heran. Aber könnte er die Wahrheit sprechen? Die besten Lügner mischen Wahres und Erdachtes. Wenn sie Teil des Ordens war, gehört es der Vergangenheit an. Du hast recht. Diese üble Luft hier vernebelt meine Sinne. Treten wir hinaus in Gottes reinigendes Licht. Welch schönes Land. Wir sind ein gesegnetes Volk. Die Kunde unseres Sieges verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich konnte den Raub nicht vereiteln, aber ich habe veranlasst, dass die Leute verschont werden. Sie werden vom Hochkönig singen, der die Kirche von Armar reinigte, und vom König Düflins, der ehrbar an dessen Seite kämpfte. Und der Heldin, die aus dem Land der Helden kam und ihnen den Sieg bescherte. Niemand wird vergessen. Weder Lebende noch Tote. Was ist passiert? Sie haben Flan einberufen. Ich hoffe, er kommt bald, damit dieses Gezänk ein Ende nimmt. Sprecht! König Flan, es gab einige Überlegungen wegen der letzten Tage. Die Kunde über Owen verbreitet sich wie ein Waldbrand. Die Menschen haben Angst. Wir sind verstört, gelinde gesagt. Ein beliebter Abt wird als heidnischer Verschwörer enttarnt. Die Druiden haben die Kirche bis in die höchsten Ämter unterlaufen. Wir wissen nicht, wie weit. Wir müssen etwas tun. Wir müssen das Land von ihnen befreien. Eine Inquisition muss her. Wie kannst du so etwas sagen? Owen handelte allein. Er gehört einem Orden an. Es gibt andere wie ihn. Willst du das leugnen? Das leugne ich nicht. Aber dann redest du nur von den Kindern der Danu. Dieses Unkraut hat druidische Wurzeln. Wenn es gedeiht, wie können wir sicher sein, dass es nicht noch einmal passiert? Flan, mir gefällt nicht, was diese Männer andeuten. Geh nicht darauf ein. Maßt du dir an, deinem König zu sagen, was er zu tun hat? Du, die auch druidische Wurzeln hat? Du kennst sogar den Ordensnamen. Vielleicht bist du auch wie Owen und nicht das, was du vorgibst zu sein. Schwein! Genug! Rede noch einmal so mit ihr und die Ratten fressen dich bei lebendigem Leib. Verzeihung, mein König. Dichterin? Ich will nicht zu misstrauisch sein. Ich ziehe nur Vergleiche. Wir wissen nicht, woher die nächste Bedrohung kommt. Und wir können nicht einfach hoffen, dass nichts passiert. Wir müssen, verschieden wie wir sind, als Christen zusammenkommen, wenn wir ein Irland unter Gott bewahren wollen. Flan, wenn du das tust! Ich kenne deine Ansicht, Kira. Gibt es andere, die vorsprechen wollen? Ich. Diese Versammlung macht uns eines deutlich. In dieser Angelegenheit gibt es Zusammenhalt. Wenn wir nichts tun, wird das Unkraut gedeihen und für Unruhe im Königreich sorgen. Aber wenn wir handeln, eine Inquisition beginnen, bringen wir dem Land die nötige Einigkeit. Das ist mein Volk, Siegfried! Und unter ihnen gibt es jene, die die Grundpfeiler des Landes angreifen. Willst du ihre Taten wirklich rechtfertigen? Sonst jemand? Dieser Vorschlag ist ein gewagtes Unterfangen. Allerdings sind dessen Auswirkungen zur jetzigen Zeit kaum absehbar. Eine Bedenkzeit wäre sehr wichtig.
Jeder Augenblick der Untätigkeit schwächt uns. Herr, wir Könige sind uns einig. Es fehlt nur noch deine Einwilligung. Wir beginnen die Inquisition. Alle Druiden haben die Wahl. Glaubenswandel oder Verbannung. Die Zukunft von Irland wird eine christliche sein. Kira! Geh fort! Lass mich in Frieden! Was geht hier vor sich? Was machst du? Flan, dieser rückgratlose Narr! Was denkt er sich? Er sah eine Gelegenheit auf Einigkeit und hat sie ergriffen. Jeder König würde das tun. Nimm ihn nicht in Schutz! Das tue ich nicht. Aber er kann seine Verbündeten auch nicht missachten. Du hast alles Recht, aufgebracht zu sein. Aber du kennst Flan. Diese Entscheidung fiel ihm nicht leicht. Gehen wir zurück und reden mit ihm. Wenn ihn jemand dazu bringen kann, die Sache zu überdenken, dann du. Oh, das werde ich. Ob er will oder nicht. Was? Es tut mir leid. Ich lasse nicht zu, dass sie uns auslöschen. Eivor! Kannst du mich hören? Eivor! Alles in Ordnung? Oh, hast du Kira gesehen? Ich dachte, sie wäre hier. Eivor? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber sie ist sehr wütend. Das ist meine Schuld. Ich muss mit ihr sprechen. Vielleicht ist es schon zu spät. Sie sagte, sie werde dich die Druiden nicht auslöschen lassen. Welches Mittel will sie einsetzen? In Lear Fall. Damit will sie dich aufhalten. Mit einem Stein? Ein uralter Teil ihrer Tradition. Vielleicht ist an den Legenden etwas Wahres dran. Ich wusste, dass meine Entscheidung sie erzürnen würde. Aber ich dachte, sie könnte sie auch verstehen. Deine Wahl war nicht leicht. So oder so fühlt sich eine Seite betrogen. Entscheidungen solchen Ausmaßes bedürfen langer Bedenkzeit, wenn der Entschluss gut sein soll. Ich habe vorschnell gehandelt. Ich bin verängstigten Männern gefolgt. Männern, deren Treue mir wichtig war. Bewahre einen kühlen Kopf. Wir sind beinahe da. Dein Schwert, Flan. Bleib an meiner Seite. Eivor, was sollen wir tun? Kämpfen! Das ist meine Männer! Sie oder du! Jetzt kämpf schon! Zurück! Zurück! Sie werden nicht hören. Kira hat dich nicht verstand gehabt. Verteidige dich! Ich kann dich diesen Weg nicht gehen lassen. Für Irland! Du stellst dich mir in den Weg? Wirklich, du würdest mich verstehen? Das tue ich. Aber du gehst zu weit. Hör auf sie, Kira. Es kann Frieden zwischen uns geben. Eine Weiche. Sei verflucht! Wachsam. Kira! Wo bist du? Kira!
machen wir es interessanter. Wie wär's mit Königsblut an deinen Händen? Eivor! Diese Kräfte kannst du nicht beherrschen, Kira. Sie verzehren dich. Dann sei es so. Gott, errette uns. Kira, du solltest dich ergeben. Du ehrlose Wikingerin, in deinem Inneren herrscht Leere. Du redest von Ehre? Wo ist deine? Das weißt du. Bei Barret, seinem Sohn, noch eine Spielfigur dieses ewigen Krieges. Er ist mein Blut. Ach ja, genau. Und du verdrängst deinen Verstand zugunsten deiner Schwüre. Ich bin nicht anders. Damit mein Volk weiterleben kann, bin auch ich bereit, dich zu töten. Durch viele Siege. Dich möchte ich nicht besiegen. Tu, was du musst. Das werde ich auch. Ich würde die Druiden nicht der Dunkelheit überlassen. Warum die vorgetäuschte Hilfe? Ich täusche nichts vor. Ich hoffte, du wärst besser. Besser als Owen. Ich bin nicht wie dieser Teufel. Nein. Sieh dich doch um. Du hast ausgeführt, was die Kinder der Danu sich erhofft hatten. Du wurdest zur Spielfigur in ihrem Plan. Das war ich schon immer. Nach Mutters Tod war ich die Einzige. Die Einzige, die den Lear Fall erwachen lassen konnte. Nie hätte ich gedacht, dass ich diese Gabe so närrisch einsetze. Was jetzt? Es endet. Owen, die Kinder der Danu, sie alle jagten der Macht des Steins nach. Und ich bin der Schlüssel zu seiner Macht. Du musst mich töten. Töte mich, Eivor. Wenn ich sterbe, stirbt auch Temirs Macht. Und dann kann mein Volk nichts mehr fehlleiten. Die alten Tage werden zurückkehren. Lass es mich tun. Lass mich sie retten. Bitte. Dies ist ein Opfer, das deine Götter ehren wird. Ich mache es schnell. Danke. Mach dich bereit. Nein! Sie wollte es so, Flan. Der Lear Fall kann nie wieder Schaden anrichten. Sie ist nicht umsonst gestorben. Nein, dafür werde ich sorgen.
Kira. Es tut mir so leid. Wie fühlst du dich? Niedergeschlagen. Am Boden. Aber ich werde überleben. Nur mein Stolz wird sich erholen müssen. Es war schwer, dich nicht zu töten. Wenn du es gewollt hättest, wäre das deine Gelegenheit gewesen. So weiß ich sicher, dass du mir wohlgesonnen bist. Trage Sorge, dass Siegfried lange regiert. Und du wirst mich nie zur Feindin haben. Hast du mit den anderen Königen geredet? Deswegen bist du doch hier. Ja, die Inquisition ist begraben. Der Hochkönig ist der König aller, die in seinem Land leben. Das hast du mir vor Augen geführt. Ich bereue nur, das nicht früher verstanden zu haben. Du willst eine sichere Zukunft für alle. Kira wäre glücklich über diesen Ausgang. Ich weiß, dass Englerland viel für dich bereithält, Eivor. Aber du bist in Irland jederzeit willkommen. Lebe wohl, Flan. Wir werden uns wiedersehen. Was denkst du, würde mein Vater von all dem halten? Barret wollte sicherstellen, dass Düflin nach seinem Ableben auf eigenen Beinen stehen kann. Er konnte es nicht mehr vollbringen, aber er wäre stolz, dass du es geschafft hast. Deinen Dienst für meine Familie werde ich nie vergessen. Unsere Familie, Siegfried. Pass auf dich auf. Möge der Huga deines Vaters stets bei dir weilen. Und bei mir.